Herzlich willkommen zurück. Wir sind hier live bei Link in the Temple. Wir werden von Feuer angekotzt, von Fledermäusen abgefuckt und von Goblins angeschrien. Doch nicht nur das, wir müssen auch noch eine Blondine suchen, die irgendwie sich spirituell reinigen lassen will. Und warum habe ich das hier gerade gemacht? Ich muss ja wieder so eine Ritze hier freimachen. Darmspiegelung. Am Arsch. Bomben! Bombs away! Erhöht die Darmflora. Verpisst euch. Unnötige Scheißgegner, wegen so welchen verliere ich noch. Oh, oder wegen so einem Arsch. Voll Schneckenrennen. Lauf! Schwimm! Kriech! Roll! Ah! Hilfe! Ach, ist mir zu behindert, der Arsch. Headshot! Overkill! Noch so ein fix Arschloch, Mann. Ich mich nerven! Abgejumpt. So. Wieder so ein Tor, was ich so durch... Nom 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 speisen muss. Saugeil, die haben voll Angst vor dem kleinen Käfer. Oh mein Gott! Hilfe! Wieder Wartschild. Die kriegen voll die Overpanik. Stimmt. Noch so Weltkrieg, schlechte Erfahrung, Bomber und so. Ein Stück hätten wir ja schon mal. Jetzt noch das andere. Come on! Open the door, please. Sesam, öffne dich! Das ist alles, was ich konnte. Ey, wie er den Macker macht. Und deswegen bin ich für ein reines Deutschland. Was guckst du mich so an, Hitler? Spast. Hätte ich jetzt einen anderen Käfer, dann würde ich eine Bombe nie... Alter. Dann würde ich eine Bombe in die Fresse klatschen, du Penner. Und ich glaube, ich gehe nicht extra hoch, um zu speichern. Und ich werde es dann bereuen, ich sehe es eh kommen. Nein, ich gehe nicht zum Speichern hoch. Und kämpfe gegen die Penner. Und dich rolle ich diesmal wieder tot. Weh, du spuckst mich jetzt an. Warte doch, wir können es klären. Sagerei ist cool, ich bin ein Zauberer. Ich bin wieder mal kurz vorm Sterben. Schöne Scheiße, was habe ich noch gesagt zum Thema Speichern, ey? Boah, fuck das ab. Jetzt falle ich noch hier runter, komm ey, das wär's. Aber die Idee ist doch cool, oder? Link, halt dich oben, bitte. Don't call my name, wie komme ich darauf? Alejandro. Alles ist ruhig. Oh, scheiße. Ich muss meine Fee aktivieren. Da ist jetzt so ein Wichser. Du kriegst schon mal eine Bombe auf die Fresse, weil du dich ficken kannst. Ich trau mich nicht. Alter, wie ich dir mal verbrenne. Öffnen. 20 Rubine. Bring. Jupp, jetzt machen wir Geld. Ja, keine Herzen für mich, ich weiß. Wow, wow, wow. Hey, 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 back from my house. Und wir drücken das zweite Ding ein. Wunderschön. So haben wir eine Treppe geschaffen. Und damit kommen wir weiter. Viel weiter. Spring. Wenn jetzt eine Fledermaus kommt. Oh je. Ich speichere so oft. Wie blöd eigentlich. Bringt ja gar nichts. Aber naja, das ist ganz cool so wie in... also mit dem Speichern so ähnlich wie in Majora's Mask. Also nichts wie in Ocarina of Time, weil da hat man ja gespeichert und dann... wenn man wieder geladen hat, war man ja... Was weiß ich wo. Halt nur in der Nähe. Wenn ich jetzt hier gespeichert hätte an der Statue eben, dann wäre ich am Anfang des Tempels oder so. Aber so ist es eigentlich schon ganz cool, dass man dann an bestimmten Punkten speichert und dann an einem bestimmten Punkt noch ist. Ist schon sinnvoll so. Die ganzen Ideen sind cool, ich meine, das ist saugeil. Die haben so viele Spiele und wenn irgendwas saugut ist, dann übertragen die das halt, ist klar.
Aber sonst, die haben wirklich fast immer irgendwelche neuen geilen Ideen. Ich meine, der komplette Tempel hier mit dem Rollen, das hier mit diesen Steinen, die runterrollen und die Tore durchschneiden mit dem Flugobjekt da. Das ist saugeil. Und das hier ist nicht auffällig mit der markierten Stelle. Wer war das? Aber was ich sau geil finde, ist diese Staubwölkchen von den Pumpen oder sonst was. Pfeil leuchtet ja schon wieder, oder? Nein, ich bin blind. Doch, die blinkt, die verdammte Tussi. Diese Staubwölkchen von Bomben oder so, oder Explosionen, sind von Windraker. Ich fand die immer so cool. Link sei kein Trottel. Don't be stupid! Yay! Die Fatties, jetzt im Kino. Und das sieht so cool aus. Ey, ich wollte doch auch gerade gucken. Hm, da muss ich wohl hin, wie es aussieht. Die ganze Optik ist so geil, einer meiner besten Lieblingssachen. Mir ist so schlecht. Nein, ich höre ja schon auf. Gut. Time to get the Master Key. Schalalalala. Ey, sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht mal geil aus, hä? Verdammt nochmal. Geil. Eine große Truhe. Vielleicht ist da mein kleines Schwesterchen drin, was ich mir so lange gewünscht habe. Obwohl. Doch, Link hat ja eine Schwester in Windbreaker. Ich hab da einen Frosch im Hals. Scheiße! Ah, warum ich? Warum ich? Wow! Wham! So geil. Alter. Jetzt hab ich die Kotze von dem im Hals. Wie scheiße ist das denn? Oh. Schluckelt. Wie drehen wir das denn? Ich würde sagen, wir drehen es so, oder? Jupp, gute Idee. Cool. Das ist cool. Das ist alles so cool. Okay. Fei, halt die Fresse, du dumme Sau. What the hell? Panzer, Panzer, wir fahren Panzer. Ja. Okay, Bomben habe ich genug. Fei, fick dich. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas auch in der Nähe. Warum nur? Hä? Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Gut, ich weiß jetzt. Dann weiß ich ja schon mal, dass ich gleich so SM-Videos von Zelda google. Nein, tut mir leid. Ich habe nichts gesagt. Und nochmal so ein Dragon Head. Ja. Und wisst ihr was? Ich probiere jetzt den Endboss direkt. Ich mach das. Und zufälligerweise in diesem Kreis. Moment. Du Arschbacke schon wieder. So trifft man sich wieder. Und deine Frisur ist immer noch dieselbe, Behinderte. Nein, Unlöw, ich hab deinen Namen vergessen. Na, ist auch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Fuchtel. Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie Heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin hat sich einfach angekettet und macht die Porno-Videos. Sie hat... Dieses Schoßhündchen der Göttin hat Porno-Videos gemacht. Sie hat sie einfach mitgenommen. Die Videos. Okay, ich bleib ernst. Im Hintergrund die Augen. Evil grün. Giftgrün. Ey, ich wette, ich schaff den Gegner nicht. Sau peinlich. Und ich hab nicht gespeichert, ich bin so blöd.
Saugeil jetzt. Boah. Oh mein Gott! Wow! Smash! Ich glaube, ich habe da so ein paar Ameisen umgebracht. Wie wirkt sich das auf meine Bewerbung als Papst? Und was zum... Was zum Teufel bist du denn? Grüner Höhenfels, Birdama. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, Mann! Leck mich! Ich komme! Das kennt man ja von König Dodongo von Ocarina of Time. Arschloch! Dein blödes Auge, du! Oh man, Kacke! Kacke! Er brennt nicht mehr. Bewerfen wir ihn mit Scheiße! Mit Bomben natürlich. Kennt man ja vom Trailer. Der Endboss-Fight ist so geil. Ins offene Maul. Und noch mehr von deinem Auge ist preisgegeben. Ich komm nicht warm, nicht loser. Oh Scheiße! Was hast du vor? Oh Kacke, ich hätte ihn nochmal angreifen können. Das würde jetzt scheiße. Nein, es ging. Na komm. Boah, bleib weg! Boah, gerade so Rückwärtsseite gemacht. Weil manchmal nimmt mich der Explosionsradius auch ein bisschen mit und dann könnte ich wieder mal kotzen. Nom. Boah! Da hast du. Scheiße! Der ist schneller! Boah, auf die Birne. Er brutzelt darunter. Ich renn rein. Ey, was hab ich eben noch gesagt? Jupp, das war's dann. Oh mein Gott. Ich hab's voll verkackt. Abgesehen davon, dass ich mir jetzt erstmal ein paar Bomben hier holen muss. Er steckt sie einfach weg. Wieso leuchtet der rot nur, wenn er am Sterben ist, Mann? Ey, ich wusste, ich sterbe irgendwie aber so, indem ich reinrenne. Komm, Link. Jawohl, geschafft. Und gib ihm. Komm schon. Scheiß Auge, Mann. Kacke, Mann. What the? Oh, Scheiße. Sorry, wie der da lang knistert. Das ist eine Wunderkerze. Wie hast du durchcoucht, dann einfach auszukotzen? Jawohl! Geschafft, Mann! Ohne die behinderte Fee! Kreisch ruhig. Voll ausgetrocknet. Diese warme Luft. Also gegen trockene Lippen würde ich dir Labello empfehlen, aber ich weiß ja nicht, was du ungefähr für ein Problem hattest. Nivea hilft auch. Herzcontainer! Ja! Der ist dann wohl mir. Um ein Herz erhöht, klingt doch freundlich, wa? Lilly. Na klar. Das war doch mal ein spektakulärer Fight, was sagt er? Hä? Was? Ich war scheiße? Links traurig. Gut. Die Tür leuchtet so komisch. Was bedeutet, dass ich jetzt den Part beenden muss, weil ich sonst geschlagen werde. Und dann im nächsten Part. Gucken wir, wo Zelda ist, denn irgendwo muss sie ja mal endlich mal sein, oder? Bis dann!